Das CTG, Abkürzung für Kardiotokograph, ist eine kontinuierliche Aufzeichnung der kindlichen Herzfrequenz über eine halbe Stunde. Wofür ist das gut? Wofür ist es nicht gut? Was kann es nicht? Darum geht es heute. Man hat sich, als dieses CTG aufkam, gedacht, dass wenn man eine halbe Stunde am Stück die Herzfrequenz des Babys beobachtet, könnte man darauf Rückschlüsse ziehen, wie es dem Baby im Allgemeinen geht. Und das war die Hoffnung, Mangelgeburten und intrauterinen Kindstod, also dass das Baby im Bauch noch verstirbt, verhindern zu können. Das war eine super tolle Hoffnung, eine tolle Idee. Das CTG wurde immer mehr eingeführt. Und ja, inzwischen hat sich evidenzbasierte Arbeiten durchgesetzt. Das heißt, man schaut jetzt wirklich mal anhand aktueller Studien, ist diese Hoffnung begründet? Kann das CTG das? Und leider kann es das nicht. Es ist so, dass obwohl die CTG-Rate in den Schwangerschaften durchgängig ab der, fast schon ab der 32. Woche eingesetzt wurde, die Rate an Kindern, die beeinträchtigt waren oder intrauterin verstorben sind, nicht verringert wurde. Die war überhaupt nicht verändert. Was aber verändert war, ist die Rate an Eingriffen in der Schwangerschaft. Das heißt, Ärzte und Hebammen waren massiv verunsichert und wollten dann doch mal sicher gehen. Und dann fügte sich ein Ultraschall da dran. Vielleicht sicherheitshalber mal eine Einleitung und daraufhin dann Komplikationen im Geburtsverlauf. Die Kaiserschnittrate ist in dieser Zeit enorm in die Höhe geschnellt. Sie liegt bei über 30% inzwischen. Und zwar nicht, weil Frauen nicht mehr gut gebären können. Das hat sich in den letzten 50 Jahren nicht verändert. Aber weil die Angst der Geburtshelfer so gravierend geworden ist, irgendwas zu übersehen und ja, auch in der Schwangerschaft nötige Schritte vielleicht nicht getan zu haben. Anfang des Jahres kam eine neue Leitlinie raus, das heißt, wo sich alle Fachverbände zusammengesetzt haben und Empfehlungen ausgesprochen haben über die Betreuung von Schwangeren und in der Geburt. Die Empfehlung ist jetzt, routinemäßig ein CTG in der Schwangerschaft nicht mehr einzusetzen. Hintergrund ist der, dass es eben keinen Benefit hat und dafür aber sehr, sehr viele Eingriffe im Unsicherheitsfall nach sich zieht. Davon ausgenommen sind Situationen, wo man wirklich eine Abklärung haben möchte. Das CTG ist ja nicht die einzige Möglichkeit festzustellen, ob es dem Kind aktuell gerade gut geht oder nicht. Und wesentlich aussagekräftiger ist zum Beispiel, wie bewegt sich das Kind im Tagesverlauf? Dass Schwangere das wirklich protokollieren, aufschreiben, beobachten. Das mache ich nächste Woche eine Folge drüber, wie ihr da genau gucken könnt. Aber wenn es da Hinweise gibt, dass die Schwangere sagt, das Baby bewegt sich seit 2 Tagen fast gar nicht mehr, ich mache mir Sorgen, dann ist ein CTG natürlich total sinnvoll, um zu schauen, wie verhält sich denn die Herzfrequenz, sind da wirklich Auffälligkeiten? Als eine der Kontrollmechanismen. Natürlich würde dann auch noch mit einem Ultraschall geschaut werden. Und man müsste noch genauer gucken, was vielleicht bei dem Baby fehlt. Vielleicht ist es auch einfach nur 2 Tage müde und alles ist gut. Die Situation ist aber noch so, dass das CTG in vielen Frauenarztpraxen tatsächlich schon ab der 30., 32. Woche gemacht wird. Es ist zu dieser Zeit überhaupt noch nicht auswertbar. Die Frage ist, warum wird es trotzdem gemacht? Das ist einerseits das, was wir kennen. Womit wir uns wohlfühlen, damit fühlen wir uns sicher. Und ich weiß es selbst aus meiner Klinikzeit, das CTG, das war so ein riesen Sicherheitsanker. Wenn ich das geschrieben habe und gesehen habe, die Herzfrequenz ist in Ordnung, dann habe ich mich erstmal sicher gefühlt, dass es dem Baby gut geht. Das ist leider ein Trugschluss. Man kann aus einem guten CTG nicht schließen, dass dieses Baby auch grundsätzlich gut versorgt ist. Nur in dem Moment, wo man es schreibt, eben. Ja, aber es ist trotzdem ein Sicherheitsanker und den brauchen, glaube ich, viele in der Geburtshilfe noch, weil sie es einfach gewöhnt sind, damit zu arbeiten. Eine andere Sache ist,
natürlich auch die Abrechnung. Ein CTG lässt sich immer zusätzlich abrechnen. Und wenn ich das gemacht habe, denke ich mir, naja, es schadet nichts dem Kind, aber es bringt mir eben Geld und dann mache ich das. Und zu dem Punkt, es schadet nicht, kommt leider, also ganz so kann man es doch nicht stehen lassen, die Empfehlung hinzu, dass Ultraschall tatsächlich nur noch zur Diagnostik erfolgen soll. Das heißt, im Rahmen der 3 Ultraschalluntersuchungen, die im Mutterpass vorgesehen sind. Oder wenn man Bedenken hat, dass die Kindesentwicklung nicht normal verläuft. Und Ultraschallstrahlen sind auch die Strahlen, die beim CTG angewandt werden. Das heißt, hier setze ich dem Kind eine Ultraschallstrahlung aus über eine halbe Stunde hinweg. Das ist eine ganz ordentliche Länge. Und da hat sich die Kommission dazu ausgesprochen, zu sagen, wir wissen nicht genau, was Ultraschallstrahlen mit dem Kind machen. Und weil wir das nicht genau wissen, sagen wir lieber Hände weg davon und nicht so viel Ultraschall. Das heißt natürlich auch nicht so viel CTG. Ja, das ist in der Schwangerschaft. Wie machen wir es im Geburtshaus? Wie beurteilen wir, ob es dem Kind gut geht? Einmal, wie schon gesagt, wir fragen die Schwangere, wie bewegt sich das Kind? Wenn die Schwangere da noch nicht so drauf geachtet hat, dann erklären wir einfach auch, was beobachtet werden kann. Dann beobachten wir natürlich, wie ist das Kind gewachsen? Das kann man nicht nur mit Ultraschall messen, sondern mit den Händen am Bauch tastend und mit dem Maßband messen wir den Bauchumfang und die Höhe, die die Gebärmutter gewachsen ist. Dann habe ich natürlich nicht das Kindswachstum, sondern das Gebärmutterwachstum. Die Gebärmutter wächst aber nur so weit, wie das Kind von innen dagegen wächst und sie nach außen drückt. Insofern über Umwege das Kindswachstum festgestellt. Und dann hören wir die Herzfrequenz auch. Das machen wir aber nicht über eine halbe Stunde mit dem CTG, sondern einfach mit dem Holzhörer oder, wenn die Schwangere gerne mithören möchte, dann mit dem kleinen Dopton. Das ist ein Gerät, das arbeitet auch mit Ultraschallstrahlung. Allerdings hört man damit nur eine Minute lang. Und wenn die Herzfrequenz dann in dem normalen Spektrum ist, dann sagt man, okay, das reicht uns jetzt. Alle anderen Parameter sehen gut aus. Mehr brauchen wir nicht. Ja, die andere Sache ist Diagnostik unter der Geburt. Und da gibt es grundsätzliche Unterschiede zwischen der Klinikgeburtshilfe und der außerklinischen Geburtshilfe. Und zwar ist es hauptsächlich die Betreuungssituation. Wie häufig kann ich gewährleisten, bei der Frau nach der Wehe die Herzfrequenz des Babys zu hören? Also der kritische Punkt für ein Baby ist immer, in bzw. kurz nach der Wehe. In der Wehe bekommt es ein bisschen weniger Sauerstoff und wenn es damit gut zurechtkommt, dann bleibt die Herzfrequenz des Babys die ganze Zeit unbeeinträchtigt und unbeeinflusst. Wenn das Kind aber eigentlich mehr Sauerstoff bräuchte, als es jetzt in der Wehe noch bekommt, dann passt es sich an und senkt den eigenen Verbrauch an Sauerstoff und es macht es, indem es die Herzfrequenz senkt. Das heißt, weniger Herzfrequenz, weniger Muskelarbeit, weniger Verbrauch. Ein guter Anpassungsmechanismus des Kindes. Wenn die Wehe vorbei ist und wieder mehr Sauerstoff zur Plazenta und damit zum Kind flutet, dann geht die Herzfrequenz wieder hoch. Das zeigt aber natürlich auch für uns als Geburtshelfer, dass dieses Kind da ein Anpassungsproblem hat. Und es muss sich anpassen an eine Situation, wo es weniger Sauerstoff bekommt, als es eigentlich bedarf. Das ist erstmal kein Notfall, das darf sein, aber es darf nicht über unsagbar lange Zeit sein und es darf auch nicht zu stark sein. Das heißt, hier ist es schon wichtig, dass wir das mitbekommen. Wie ändert sich die Herzfrequenz in der Geburt im Laufe der Wehen, nach der Wehen? Und wir hören im Geburtshaus auch hier gerne mit dem Dopton, weil die Frau dann frei ist. Sie kann sich bewegen, sie kann herumlaufen, sie fühlt sich nicht irgendwie angebunden. Und wir haben ja den Luxus, dass wir eine Hebamme für eine Frau haben. Später im weiteren Geburtsverlauf sind sogar 2 Hebammen für eine Frau da. Das heißt, wir haben kein Problem, dass wir das nicht immer machen könnten. Das ist in der Klinik durchaus anders. Da muss eine Hebamme zwischendrin auch noch Kontrollen auf der Station machen oder kriegt ambulante Frauen rein. Vielleicht betreut sie auch 2, 3 oder 4 Frauen unter der Geburt gleichzeitig. Und dann kann sie natürlich nicht garantieren, überall immer nach den Wehen Herztöne hören zu können.
Und da ist das CTG dann die sinnvolle Lösung, weil das bleibt einfach am Bauch dran. Aus geburtshilflicher Sicht kann einfach gesichert werden, dass man nichts verpasst an kindlichen Reaktionen. Ja, wo ist der Nachteil beim CTG unter der Geburt? Einmal die Bewegungseinschränkung. Dann ist es aber auch so, dass dieser Apparat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Man hört immer das Tockern des Herzens, dann kommt da so eine Papierschnur raus, auf der die Herzfrequenz aufgemalt ist, und es macht aber auch was mit der Geburtsbegleitung, also meistens die Papas, die auf dieses CTG starren und diesem Gerät eine Fähigkeit zusprechen, die es nicht hat, nämlich dass es irgendwie sagen könnte, wie lange die Geburt noch dauert, wie stark die Wehen sind, wie es der Frau geht. Und das kann das Gerät alles nicht. Das heißt aber, die Aufmerksamkeit des begleitenden Papas oder Partners geht von der Frau weg zu diesem Gerät hin. Und eigentlich kann das Gerät nichts. Es kann nur aufzeichnen, wie ist die Herzfrequenz. Es hat ansonsten keine Funktion und es kann das auch nicht beeinflussen. Was aber die Geburt beeinflusst, ist, wie ist die Frau aufgehoben? Ist sie entspannt? Ist sie angespannt? Liegt sie bequem? Möchte sie sich bewegen? Braucht sie eine Massage? Braucht sie Zuspruch? Braucht sie jemanden, der mit ihr atmet? Oder möchte sie einfach in Ruhe gelassen werden und nichts hören? Das sind so Faktoren, die natürlich dann von der Aufmerksamkeit der Begleitperson deutlich abgehen. Und ja, das war sowas, was mir in meiner Klinikzeit wahnsinnig aufgefallen ist, dass diese Fixierung auf das CTG ganz stark war. Auch teilweise bei den Frauen, die dann immer wieder dahin gucken mussten, um sich zu vergewissern, dass es dem Baby gut geht. Wobei das Baby ja bei ihnen im Bauch lag und sie vielleicht einfach die Hände auf den Bauch hätten legen können und gemerkt hätten, ach ja, es bewegt sich ja gerade. Wenn wir mit dem Dopton die Herztöne hören und merken, die Frequenz ist jetzt weiter unten, als sie eben war, dann macht es auch im Geburtshaus Sinn, das CTG dran zu hängen, um für einige Wehen, meistens eine halbe Stunde lang, wirklich mal nachzuvollziehen, wie ist es auf Dauer. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen und freue mich auf nächste Woche. Da geht es dann um die Beurteilung der Kindsbewegung. Tschüss!